Welche Themen haben für Sie die erste Hälfte der Legislaturperiode geprägt? Nun, zu den prägendsten Themen gehörte natürlich zwangsläufig das Thema Energiewende und Atomausstieg. Beim Atomausstieg haben wir, kann man selbstbewusst sagen, von Baden-Württemberg mit den Fahrplan geprägt, nämlich den stufenweisen Ausstieg. Und auch die Debatte um das Endlagersuchgesetz sollte man nicht vergessen. Auch da haben wir von Baden-Württemberg, ich glaube, das kann man wirklich sagen, eine sehr wichtige Rolle gespielt, dass das Ganze zu einem Erfolg geworden ist. Da haben wir wirklich maßgeblich dazu beigetragen. Ein weiteres Thema ist natürlich die Energiewende insgesamt, wo es darum geht, in den kommenden Jahren die Erneuerbaren auszubauen. Wir haben hier in Baden-Württemberg als eine wichtige Etappe auf diesem Weg das Landesplanungsgesetz verändert, neu geschaffen. Wir haben den Windkrafterlass auf den Weg gebracht mit dem Ziel, dass wir bis zum Jahr 2020 dann auf der Grundlage 10% Windenergie in Baden-Württemberg realisieren können. Und ein drittes wichtiges Thema hier für uns in Baden-Württemberg war in den letzten 2,5 Jahren das Klimaschutzgesetz. Wir haben im Sommer diesen Jahres das Klimaschutzgesetz im Baden-Württembergischen Landtag verabschiedet. Es ist darin festgehalten, dass wir bis zum Jahr 2020 die CO2-Emissionen um 25% reduzieren werden und bis zum Jahr 2050 um 90%. Nochmal Thema Energiewende. Was ist hierbei Ihrer Meinung nach besonders wichtig? Nun, bei der Energiewende geht es um mehrere Sachen. Es geht zum einen natürlich um die Frage, das Ganze umzusetzen, dass es kosteneffizient ist, aber mindestens genauso wichtig ist es auch, das Thema Versorgungssicherheit weiterhin hochzuhalten. Warum? Wir gehen weg von einer alten Welt, die gegründet hat auf Großkraftwerken, wo Versorgungssicherheit kein Problem war, und gehen hin in eine neue Welt, die basiert auf erneuerbaren Energien. Die Sonne scheint mal, der Wind weht mal und weht mal nicht. Und es geht darum, auch unter diesen veränderten Bedingungen zukünftig Versorgungssicherheit zu gewährleisten und hier die Rahmenbedingungen zu schaffen mit intelligenten Netzen, aber auch mit entsprechenden Rahmenbedingungen, dass auch zukünftig entsprechende Ersatzkraftwerke gebaut werden, dass Speicherkapazitäten gebaut werden. Das hat uns bislang schon beschäftigt. Da haben wir auch Vorschläge in die bundespolitische Debatte gebracht und es wird uns auch die kommenden Jahre weiter beschäftigen. Was war noch wichtig außer Energie? Ein sehr wichtiges Thema auch für unser Land war das Thema Hochwasserschutz. Hier haben wir, um es deutlich zu sagen, die Mittel gegenüber den Vorgängerlandesregierungen verdoppelt und auch Mittel bereitgestellt, um die vorhandenen Hochwasserschutzeinrichtungen in den kommenden Jahren Stück um Stück zu sanieren. Da hat es in der Vergangenheit auch ganz gehörig gefehlt. Und ich glaube, mit dem, was wir da jetzt zur Verfügung haben, sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, insbesondere jetzt, was den Hochwasserschutz entlang der großen Flüsse Rhein, Donau, Neckar, aber auch der Nebenflüsse betrifft. Die Legislaturperiode dauert noch 2,5 Jahre. Wo sehen Sie einen weiteren Schwerpunkt Ihrer zukünftigen Arbeit? Nun, Baden-Württemberg ist bekanntermaßen eine der wichtigsten Industrieregionen. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir keinerlei Rohstoffe hier haben, auch abgesehen von Stein und Holz. Das heißt, wir importieren alle Rohstoffe. Und viele dieser Rohstoffe, das haben wir in den letzten Jahren gesehen, sind sehr volatil, was die Preisgestaltung betrifft. Es ist auch so, dass es strategisch wichtige Rohstoffe gibt, die nur von ganz wenigen Ländern, auf die nur ganz wenige Länder Zugriff haben. Nehmen Sie mal das Thema seltene Erden. Und wir haben das Ziel, in den kommenden Jahren das Thema Ressourceneffizienz und Rohstoffeffizienz desto stärker in den Mittelpunkt zu rücken. Haben hier auch in den letzten Monaten einen Ressourceneffizienzfahrplan entwickelt, den wir noch in diesem Jahr vorstellen wollen. Und dann auch gemeinsam mit der Industrie in Baden-Württemberg diesen Ressourcenfahrplan dann auch Stück um Stück in den kommenden Jahren umsetzen wollen. Da geht es vor allen Dingen darum, auch wiederum Rohstoffe zurückgewinnen aus den als Sekundärrohstoffe, aus Abfällen. Es geht aber auch darum, wichtige Rohstoffe auch zu ersetzen durch andere Stoffe. Also das ist ein sehr spannendes Feld und ich glaube, das ist ein Feld, von dem eine Exportregion wie Baden-Württemberg dann auch profitieren wird.